So, liebe Freunde, willkommen zum nächsten Case Opening hier von CSGO. Und ich kann hier mal ganz kurz zeigen. Hier. Wir haben 2, warum 201? Achso, wegen dem Aufwertungsvertrag. Also ich habe mir 100 Winteroffensive Kisten gekauft. Schon ein bisschen länger her. Und die könnt ihr dann hier nochmal sehen. Glatte drei Seiten und ein bisschen. Die werden wir jetzt alle öffnen. Und zwar nacheinander. Und ich würde einfach mal sagen, ich fange jetzt an mit der ersten Kiste. So. Ich hoffe natürlich auf dieses hier. Genau deshalb habe ich mir die Kisten auch gekauft, weil ich finde die AWP Asimov finde ich jetzt nicht so, also ich finde, ich spiele jetzt nicht so viel AWP, dass ich die benötige. Die M4A4 spiele ich da dagegen sehr 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 oft, vor allem auch in letzter Zeit. Und da ist ja dann auch noch eine AWP, da war sie schon wieder, da ist ja dann auch eine AWP Redline drin und eine M4A1 Silence Guardian, von dem ich die USP Silent Variante schon habe. Ich hoffe einfach mal auf so ein paar gute Skins hier aus den 100 Kisten und vielleicht wird es ja auch Knife, eine P250 Mendy fängt schon mal gut an. Die ist, was ist sie? Pink? Oder, ja, Pink, nennen sie es einfach mal Pink. Was ist denn da noch dabei? Eine abgesägte Schrotflinte, glaube ich. Ach ja, und die anderen Kisten, also da ist ja dann auch noch eine P90 Asimov, die finde ich jetzt aber auch nicht so, ich spiele nicht so oft Asimov. Asimov, ich bin nicht so oft P90, ich spiele eigentlich nur, wenn ich irgendwie rushen will. Oder wenn es überhaupt nicht läuft, dann nehme ich die P90, ein bisschen zu rushen. Ansonsten, wie gesagt, bei Antiterror nämlich habe ich jetzt mir die M4A4 reingemacht, anstatt der M4A1 Silenced. Eine Farmers Pulse, endlich ein neuer Farmers Skin, jawohl. Ist aber ein bisschen, oh, die ist abgenutzt. Ja, ich hoffe einfach hier auf die Asimov. In Stat-Track. Ja, nice. Okay, es hat sich, glaube ich, bis jetzt schon ein wenig gelohnt. Da war eine AWP Redline, da war sie nochmal. Und gleich nochmal, jawohl. Ich glaube, heute läuft es irgendwie. Eine abgesägte Schrotflinte spiele ich eigentlich auch voll oft, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich spiele die eigentlich voll oft. Vor allem auch irgendwie, um dann einen abzuragen und... Was? Ah, okay, du bereit hast. Warum das jetzt auch immer nicht ging? Weiß ich nicht. Da wäre sie in Stat-Track gewesen. Och nö. Und Farmer spiele ich eigentlich auch voll oft. Ich kann sie nicht sagen warum, aber ich finde die irgendwie, keine Ahnung, voll geil. Wow, dreimal der gleiche Skin hintereinander. Was für ein Wunder. Hier, ein Knife, das wäre einfach göttlich. Ein neuer Nova-Skin. Alles klar, Rising Bull. Eine Skull, sorry. Tut mir leid. Hier. Asimov. 5-7. Spiele ich nicht. Eine Galil. So, eine AWP.
oder waren gerade. Da war gerade irgendwas rot. Der wäre sonst der Track gewesen. Fuck. Die AWP. Oh, die sieht schon besser aus. Die AWP in Stat Track, Alter. Das wäre ja mehr als nice. Dual Barrettas. Habe ich eigentlich, glaube ich, auch nur ein Skin. Ich finde, dass die voll geil aussehen, aber Ansichtssache, ja. Eine 5-7 Stat Track. Kami. Ja. Kann ich mal drüber nachdenken, ob ich die spiele. Vielleicht muss ich da ein bisschen im Singleplayer üben. Guck, ich sag doch, ich krieg die noch in Stat Track. So eine Rotze. Ganz ehrlich. Eine Galil. Ist klar. Bälle wird geöffnet. Eine AWP Asimov. Eine M4A4 Asimov. Ups, da habe ich die zweite geöffnet. Egal. Oh, nochmal ein Nova. Alles klar, ich öffne jetzt einfach mal querbeet. Mal gucken, ob das mehr Clip bringt. 5-7. Ich habe ja gehört, dass wenn man viele Kisten hintereinander öffnet, dass sich dann die Chance erhöht, dass man einen Knife bekommt oder einen höheren Skin. Habe ich irgendwo, ich glaube, gelesen habe ich das. Keine Ahnung. Habe ich das gehört oder gelesen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Oh, da wäre sie wieder gewesen. Wow, eine PP-Bison in Stat Track. Ist ja krass. Das ist der Track da hinten, alles klar. Und eine weitere Farmers. Boah, jetzt habe ich die Galil sogar noch in Stat Track. Ist ja krass. Ah, Morfett. Braucht kein Schwein. So, jetzt habe ich von der pinken Serie dat und dat, jetzt fehlt mir noch dat und dat. Obwohl, das gehört zu der roten Serie. Ich glaube, ich öffne mal wieder von oben. Wieso geht es? Es geht immer fast bis zum Ende. Fast. Na dann, nein, es geht weiter. Fuck. Okay, habe ich irgendwie. Ich glaube, die erste Kiste bringt mehr Glück. Weil machen die jetzt immer so spannend, weil ich geht immer einen Millimeter weiter und dann denkst du so scheiße, weil wenn ich an der Asimov vorbei. Ich hoffe einfach mal weiter, dass da irgendwas noch kommt. Irgendwas! Doch nicht so ein Scheiß. Wir haben immer noch drei Seiten voll. Ja, okay, wir haben halt noch drei Seiten, wo Kisten sind. Stat Track MP9. Wer braucht denn sowas? Da war die AWP. Und die Bison. PP Bison, was auch immer das heißt. Und eine weitere Magma. Oh, jetzt haben wir noch zwei Seiten. Alles klar. Okay. Dual Barrettas. Nee.
Die Galil? Okay. Jetzt öffne ich mal wieder hier. Querbeet. Das jetzt wird's Duel Barrettas. Berettas. Oh, sorry. Ich hab nur Barrettas gesagt. Das heißt die Berettas. Ups. Und eine No. Ich weiß, es geht immer bis zum vorletzten Skin irgendwie. Kann man mal früher aufhören. Die Nova in Stat Track, das gefällt mir. Schon wieder der vorletzte. Das heißt, man muss irgendwie Glück haben, dass der vorletzte eine gute Waffe ist. Logisch. Ich sag's euch. Es ist immer der vorletzte Skin. Jetzt, da hat man es noch nicht sehen können. Voll komisch. Ich muss da ein bisschen rumklicken. Keine Ahnung, vielleicht bringt's was. Vor allem, was mich ja wundert, wenn ihr mal genau hinguckt, hier, das ändert sich immer. Glaube ich, oder? Nee. Jetzt hat sich nichts geöffnet. Mann, scheiße, Mann. Ich habe da gerade irgendwas gesehen, dass das nicht so durchläuft, sondern dass es wieder irgendwie anders wird. Naja, dann packt man genau auf. Da, das ändert sich doch immer. Oder es geht so schnell durch, dass man es nicht sieht. Keine Ahnung. Guck, vorletzter Skin. Jetzt öffne ich mal die letzte Kiste. Eine MP9. Ja gut, das kann man lassen. Jetzt öffne ich mal nochmal die letzte. Halt. Eine Galil. Oh, da war gerade was Gutes. Aber ehrlich gesagt, ich habe die... Ah ne, die AWP. Ich habe die Asimov da bisher, glaube ich, nur zwei, dreimal gesehen. Das Knife habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, der Anfang, der war richtig gut und jetzt kommt einfach nur Scheiße raus. Bison in Star Trek, das ist... Ah, das ist... Okay. Da war wieder die AWP. Ich weiß nicht, ich mache jetzt mal so. Oh, was? Krass. Was? Ihr Gegenstand könnte nicht abgerufen werden. Was? Warum nicht minimal? Und das ist minimal. Juhu. Und das hier ist ein Stat-Track. Einsatz erprobt. Da habe ich doch nochmal was. Nee. Okay. So, also weiter geht's. Probier's nochmal. Jawohl, so läuft's doch. Ich bin jetzt nochmal. Jetzt bringt's wieder Unglück. Wenn's jetzt nochmal so geht. Na, okay. Bringt, glaube ich, nichts. Da, oh lol, ins Deadtrack. Ja, alle. Da wäre die M4A1 wieder gewesen.
Einmal probiere ich noch. Na, okay. Bringt nichts. Ich lasse die restlichen voll durchlaufen. Dann haben wir noch das schöne Geräusch. So. Komm schon, die M4A1. M4A1. Ich glaube, ich danach dann noch 4. Komm, irgendwas Gutes wird doch da jetzt noch rauskommen. Bitte, bitte. M4A4. Na jetzt. Eine Püppelbichon. Wie oft habe ich die jetzt schon? Hier habe ich jetzt noch 30, dann öffne ich mal von hinten. Eine Magma, alles klar, interessiert mich nicht. Weil ich kann ja danach den Vertrag machen, dass ich da was Höheres kriege. Stimmt, kann ich machen. Könnte man machen. Ich glaube, dass die Chance höher ist, wenn man eine teurere Kiste kauft, dass da ein Knife drin ist. Oder dass man auch was Höheres zieht. Ich glaube, also, ich sag mal in Anführungsstrichen Billigkisten, weil die Kiste hat ja nur, ich habe die ja für 15 Cent pro Kiste gekriegt. Dass da die Chance eher kleiner ist, dass man da ein Knife oder irgendwas Hohes kriegt. Ich bin mir dann nicht ganz sicher, warum ich jetzt auf sowas komme, aber... Vor allem, das geht doch immer so ewig, das rattert immer so lang durch und bla und... Ja, ich kann hier nichts machen. Da wäre eine abgesägte Schrotflinte drin gewesen. Wow, ein roter Gegenstand. Da, es ist immer das Vorletzte. Was ist das für eine Rotze? Das ist doch scheiße gemacht, ganz ehrlich. Wie lang das durchrattert? Das ist ja krass, Alter. Ratter. Weißt du, gehst an allen Skins vor... Schon wieder. Ich kann allen Skins vorbei. An allen guten. Und dann kriegst du halt hinten immer das Vorletzte. Das ist wahrscheinlich auch das Vorletzte. Werde ich mit euch. Das heißt, du musst eher Glück haben, dass das Vorletzte ein gutes Skin ist. Ich glaube, das ist... Das ist das größere Glück, was du haben musst. Weil guckt sich an, wie lang das durchrattert. Das ist ja unglaublich. Ohne Scheiß. Juhu.
Star Trek. Ich will jetzt öffnen. Meine Fresse. Da vorne war wieder irgendwas Rotes. Wahrscheinlich die in Star Trek oder sonst irgendwas. Irgendwas war da vorne gerade in Star Trek. Und wie zum Fick willst du denn das bekommen, wenn es ganz vorne... Da war wieder was Rotes. Wie zum Fick willst du das bekommen, wenn es ganz vorne ist? Wie zum Fick? Sagt mir das. Keine Ahnung. Muss ja irgendwelche Tasten drücken oder dass es in die andere Richtung läuft oder Bild auf, Bild ab, nö. Muss ich bloß aufmachen, dass ich meine Aufnahme nicht unterbreche. Beim Herumdrücken. So, irgendwas drücken, vielleicht bringt's ja was. Ja, Dual-Barrettas. Vielleicht muss ich ja 4 drücken. Für die M4A4. Okay, scheint nicht zu funktionieren, war ja nur eine Vermutung schon. Guckt, vorletzter Skin in der Kiste. Vorletzter Skin? Weil Leute, das Ding verarscht mich doch. Es ist immer der vorletzte Skin. Es ist, ich guck da oft irgendwelche Videos an beim Case Opening und da ist nicht der vorletzte Skin. Guckt euch an, vorletzte Skin. Was soll denn die Rotze, Alter? Was soll das denn? Das ist ja Abzocke hoch. Unendlich. Da war die AWP. Da war die Asimov. Die wird wahrscheinlich auch nur einmal in der Kiste sein. Also das heißt, wenn die da durchrattet ist, kommt die ganz sicher auch nicht weiter hinten. Ne? Zwei, fünf Kisten haben wir noch. Abgesägte Schrotflinte. Die kommen einfach viel, viel, viel zu weit vorne. Ich glaube, die müssen da irgendwas umändern an ihrem, an dem Opening-Ding. Da war auch die, da war die abgesägte Schrotflinte. Ja, leckt mich doch. Komm, letzte Kiste. Egal, wird eh nichts mehr kommen. Nun gut. Die eine Galil, jetzt haben wir nichts mehr. So, jetzt wollte ich kurz gucken, was ist das? Fabrik neu. Also jetzt werde ich mal ganz kurz hier diesen diesen Vertrag hier machen. Wo ist er denn? Aufwertungsvertrag. Vertrag öffnen. Ich glaube, ganz viele 5-7K. Also können wir alle mal da rein, oder? Minimal. Fabrik mehr. Ja, pff, interessiert mich nicht. Also, zum Tausch auswählen. Ach so, jetzt kann ich die nicht noch mal da rein. Warum sieht die einmal so aus und einmal so? Hä, was? Okay, die kann ich da rein, weil die benutze ich eh nie. Die benutze ich irgendwie. So, weiter. Meine Unterschrift. Vertrag absenden. Eine Nova.
Alles klar. Wir haben da ganz viele Galil. So, zum Tausch auswählen. Was kann ich denn jetzt verwenden? Kann ich da jetzt die Dings verwenden? Ah ja. 5-7 Kami. So, weiter. Meine Unterschrift. Chapak L. Was kommt raus? Alles klar. So, Aufwertungsvertrag. Die sind alle fabrikneu. Zum Tausch. So. Wie viel Magma habe ich denn noch? Ne, die mache ich nicht. Dann hier die laute Galils. Braucht auch kein Schwein. Ich packe das jetzt einfach noch dazu. Damit vielleicht kommt ja irgendwas Gutes raus. Eine Farmers Puls. Eine Urban Hazard kann ich auch mal zum Tausch anbieten. So, jetzt hier die ganzen Nicht-Stat-Tracks. Achso, kann ich gar nicht anbieten. Ja, okay, gut. Sind alle Einsatz erprobt. So, weiter meine Unterschrift. Und die müssten mit so viele Lilane haben, da ich dann aus deinen Lilanen wieder einen Vertrag mache. M4A1 Silence Basilisk. Kann man lassen. Guardian. So, wenn ich die Galil anbiete, geht's ja nicht. Das heißt, ich muss ja hier wieder so zum Tausch. Da tue ich die ganzen Galils hier mal rein. So, weiter, Unterschrift. Tadam. Was kriegt man raus? Eine Farmers Puls. Wie viel die Galili muss voll weg. Minimal. Ist alles minimal oder was? Komm hier. Ja, scheiß Galil. Ich muss hier noch zwei. So. Weiter, Unterschrift absenden. Geile Unterschrift, gell? Könnt ihr ruhig nachmachen, wenn ihr wollt. Eine Farmers Puls habe ich ja überhaupt noch. Bisschen abgenutzt. Sollte mal gucken. Ob ich da noch was machen kann, ob ich noch einen Vertrag machen kann. Könnte ich machen, und zwar mit dem hier. Da stecke ich dann die Galils voll rein. Und dann tue ich da das voll rein. So.
Und dann hoffe ich, dass ich genug Lilane habe, um das dann auszuführen. Eine Farmers Pulse, ja, wow. So, weil jetzt könnte ich mir... Jetzt kann ich... wie viel von den Pulsen haben wir denn? 9. Und eine habe ich halt, glaube ich, muss ich kurz gucken, habe ich den Stat-Check? Da habe ich einen Stat-Check. Oder? Nö. Okay, dann benutze ich einfach mal eine, damit ich weiß, dass ich die benutze. So, an einmal Dual Paretas. Dass ich weiß, dass ich die benutze. So, und einmal. Muss ich mal gucken. Nova. Nova. Kein die Apple. Sieht scheiße aus. Also. Machen wir so. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, pff. Das heißt, einmal Dual Barrettas. Und dann hier die ganzen Farmers. Die habe ich auch minimal. Fabrik neu. Okay, Einsatz erprobt. Einsatz erprobt, minimal, minimal. Fabrik neu, Fabrik neu, Fabrik neu. Fabrik neu. Untersuchen. Okay, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Workshop. Inventar. Und da rein. So, wie viel sind die Cent? 61 Cent. So, und wie viel ist zum Beispiel das hier wert? 2,28. Und zum Beispiel diese hier. Achso, die habe ich ja schon. Die ist nur, jetzt nur noch 9 Euro. Wo ist sie denn? Die hier. 23. Was habe ich denn die Einsatz erprobt? 23 Euro. Okay. Okay. Ich tue die da aber, glaube ich. Oder was habe ich noch? Einsatz erprobt und ja, komm. Abgenutzt. Ich habe die nicht. Lala. Das heißt, die kann ich auf jeden Fall auch da rein. Und dann tue ich da noch rein. Das hier. Das hier. Und dann noch welche von denen hier. Abgenutzt. So. Was kriege ich raus? Eine AWP Redline. Was? Was? Okay. Wow. Scheiße. Krass. Jetzt müssen wir mal gucken, hätte ich noch genügend. Ich hätte noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder? Wie viel ist denn die wert? Muss ich kurz gucken.
München abgenutzt in Fabrik neu. 64 Cent. Naja, die Virus gefällt mir auch nicht so, oder? Die Impuls. Oder die habe ich ja in Stat-Track. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das kriege ich auf jeden Fall nochmal 1 zusammen. Einsatz erprobt und minimal. Also nehmen wir das hier. Dann nehmen wir mal das hier und das hier. Dann nehmen wir das hier und so wie gesagt das hier und das hier. Jetzt brauche ich noch irgendwie 3. Das hier, da und ich glaube das hier, oder? Jetzt brauche ich noch 1, muss ich mich für 1 entscheiden. Wie viel ist die wert? Die normale Basilisk. Ach komm, ich nehme die jetzt einfach. So, wenn ich da jetzt nichts Gutes rauskrieg, dann... Was krieg ich raus? Eine... Nova Antique. Okay. Okay. Eine in Fabrik neu. Und dann würde ich einfach mal sagen, was ist hier für das Opening? Ich würde mal sagen, ein paar Pinge haben wir ja. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.